Im heutigen Video ND-Filter für die DJI Air 3, zusätzlich auch UV-Filter, Mistfilter und ein Light-Pollution-Filter, den ich euch vorstelle. Wenn es euch interessiert, schaut euch das Video an. Wir werden auch ein bisschen schönes Drohnenmaterial zusammenfliegen, denke ich mal. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Wir sind mal wieder beim Drohnefliegen, Hashtag fliegt mit Frankie, und wir stellen uns heute mal wieder die Frage, müssen es ND-Filter sein, müssen es überhaupt Filter sein auf einer Drohne oder kann ich darauf verzichten? Ich glaube, jeder muss das für sich selbst verantworten, denn es gibt durchaus den ein oder anderen Einsatzfall, und das werden wir heute vielleicht mal zeigen, wo man ND-Filter wirklich sinnvoll einsetzen kann. Ich hatte da schon sehr, sehr viele Videos drüber gemacht, mit der Mini 3 Pro, mit der Mini 1, mit der Air 2, mit der Air 2S. Und ich nehme das hier mal wieder zum Anlass, dass ich zwei Filtersysteme zum Testen geschickt bekommen habe von Freewell für die Air 3. Und zwar einmal hier das All Day 8 Pack mit einem ND 4, ND 8, ND 16, ND 32, ND 64 Polarizer und einem CPL Filter und einem ND 1000 und ND 2000 Filter und einmal das Everyday 3 Pack UV Mistfilter, ein Viertel und ein Light Pollution Filter. Die stelle ich euch heute vor. Wir werden die nicht alle testen, weil Light Pollution geht hier gerade jetzt im Moment sowieso nicht. Mist können wir vielleicht gleich mal testen, aber da ist eigentlich die, wie so ein Mistfilter funktioniert, eigentlich klar. Da wird einfach Schärfe von dem kontrastreichen Drohnenbild rausgenommen, wenn man den Mistfilter drauf macht. Vielleicht mache ich da mal eine Beispielaufnahme gleich. Also hauptsächlich geht es heute um die ND-Filter, und wir werden hier ein bisschen fliegen. Ich nehme euch auch gleich mal mit in die Fernbedienung mit einem Screen Recording, und dann zeige ich euch, wie man, ja, was wollen wir eigentlich haben mit so einem ND-Filter, wie wir diese 180-Grad-Regel einhalten. Das heißt also, wenn ich mit 4K 30 filme, möchte ich mit 1/60 belichten, und das geht hier bei so hellen Lichtverhältnissen halt nicht. Wenn ich keinen ND-Filter nutze, oder wenn ich mit 60 FPS filme, möchte ich mit 1/120 belichten, und das kann man dann mit einem ND-Filter realisieren. Die Auswirkung darauf, seht ihr nachher im Bild, macht nur was aus, wenn man dicht über Objekte fliegt, wenn man diese Bewegungsunschärfe haben möchte, wenn man große Panoramashots macht, weite, hohe Panoramashots macht, dann sieht man das kaum. Aber das habe ich auch schon sehr oft in meinen Videos erklärt. Wir werden jetzt einfach mal in die Fernbedienung reinspringen. Ich zeige euch mal ganz kurz das Filtersystem, wie es aussieht. Es kommt in einer schönen Box hier, ne? Wie bei Freewell gehabt, und da sind die Filter drin, und im Grunde genommen sind die Dinge auch sehr, sehr einfach zu montieren. Das ist im Grunde wie bei der Mini 3 Pro oder bei den anderen Drohnen. Hier vorne wird einfach dieser Schutz abgemacht, und dann wird der Filter halt rausgenommen und einfach zack drauf geklickt. So einfach ist das. Ne? Dann kann man hier noch den Polarizer einstellen. Das werden wir gleich machen. Das machen wir gleich mal live in der Fernbedienung. Und da schalte ich jetzt auch hin. Wir sind im Screen Recording drin. Und hier sieht es jetzt so aus. Wir haben jetzt alles auf Automatik stehen. Und ich habe jetzt mal hier den Himmel als Belichtungsmessung genommen. Ich könnte mal den Gimbal ein bisschen höher machen. So. So, da haben wir Drittel, Drittel, Drittel. Und hier gehen wir jetzt mal auf den manuellen Modus. So. Und wenn wir jetzt hier, da sehen wir jetzt, 1/2500 ist das belichtet. Das heißt also, ich kann niemals die Drittelregel einhalten. Ja, ich muss jetzt hier rein theoretisch bei 1/30 müsste ich jetzt manuell mit 1/60 belichten. So. Und wenn wir das hier machen, dann seht ihr, dann wird das viel zu hell. Und da kommt jetzt der ND-Filter ins Spiel. Ja, wir gehen mal bei 1/60. Ich würde mal fast schon schätzen, dass wir hier entweder den 32er
oder den 64er brauchen. Ich nehme mal den 32er und mache den mal dran an die Drohne. So, ich mache mal kurz das Ding ab. Und das geht hier bei der großen eigentlich auch ganz gut. Das kann man sogar jetzt mal verantworten, dass man bei eingeschaltetem Zustand das macht. Und hier machen wir mal den 32er drauf und dann werdet ihr schon sehen, ein bisschen hakelig. Also nee, doch nicht hakelig, es geht. So, und hier sind wir jetzt bei 1/60. Ihr seht, Belichtungskorrektur ist bei 0,0. Das heißt also, ich bin schon perfekt. Und ihr seht schon auch, Gimbalmotor ist überlastet. Deswegen solltet ihr das vielleicht nicht bei laufendem Gimbal machen. Ne? Also nehmt das mal nicht als Beispiel, sondern macht es bei ausgeschaltetem Gimbal. Und wir können jetzt rein theoretisch schon starten. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall die White Balance, den Weißabgleich würde ich noch einstellen wollen, fest, weil das ist bei so ND-Filtern immer so ein Problem. So. Wo ist er? Weißbalance, Farbe, Histogramm, Weißabgleich manuell und den natürlich nicht auf 7900 stellen, sondern auf 5600. So sieht das ungefähr aus hier auch in der Wirklichkeit. Und da lassen wir es auch stehen. Und jetzt sind wir bei 1/60. Jetzt können wir rein theoretisch, die Drohne starten. Das machen wir jetzt mal. Wir könnten gerade noch mal kurz ein bisschen an der Polarisierung drehen. So. Das ist aber eigentlich heute uninteressant, da wir kaum Wolken haben. Ne? Dann lassen wir mal auf 0 stehen. So, okay. Dann starten wir das Dröhnchen mal. Aus der Hand. So, erlöschen. Und los geht's. So, wir drehen die Drohne mal Richtung Wald und fliegen auch mal ein Stück höher, weil da vorne ist ja der Krufter Ofen und der Waldsee. Und dann fliegen wir mal Manöver, wo man dann wirklich, den fliege ich gleich auch nochmal ohne ND-Filter, wo man dann wirklich mal sieht, dass man ND-Filter auch braucht. Also wir brauchen die nicht, wenn man jetzt hier groß 100 Meter drüber fliegt, sondern wenn man wirklich knapp über die Bäume drüber fliegt oder sowas. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir steigen erstmal ein bisschen, damit wir ein bisschen Höhe haben. Und beginnen jetzt auch mal mit der Aufnahme. So, jetzt seid ihr in der Originalaufnahme drin. Und da fliegen wir jetzt mal im Normalmodus einfach mal los und fliegen mal ein bisschen dichter über die Bäume drüber. Und da kann man dann einfach auch sagen, ja, so, gehen wir auf 0 Grad. Da macht es dann auch ein bisschen Sinn. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich ja einen Berg hochfliege. Muss ich auch ein bisschen die Höhe beachten. So, da macht es dann auch Sinn, wenn man knapp irgendwo drüber fliegt. So, wir sind jetzt zwar auf 100 Meter, aber da wir ja einen Berg hochgeflogen sind, müssen wir eigentlich höher, können wir höher wie die 120 Meter fliegen. So. Ich versuche jetzt mal sehr, sehr dicht über die Bäume zu fliegen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, damit ihr dann auch mal den Unterschied seht zu Aufnahmen ohne ND-Filter. Wir werden uns das aber gleich dann am Ende des Videos noch in Ruhe angucken. Da hinten ist übrigens der Laacher See. Da kann ich ja auf der Höhe zumindest mal bis an den Rand da vom Naturschutzgebiet ranfliegen. Und dann fliegen wir auch eigentlich schon wieder zurück zu mir. Weil so für die Demonstration ist das schon soweit okay. So, schnell und auf Go.
müssen wir uns mal umkreisen mit dem Auto. Und ich halte euch nachher mal die Aufnahme an. Und dann werdet ihr sehen, dass da Bewegungsunschärfe drin ist. Ich kann das Ganze auch mal machen. So, ich gehe einfach mal. So, ich gehe einfach mal weiter. So, ich lasse mich einfach mal umkreisen, das sieht einfach besser aus. Und noch ein bisschen schneller. So, fliege vielleicht noch ein bisschen näher ran. Bisschen tiefer und dann kann man da auch nachher im Gegensatz zu den ohne ND-Filter den Unterschied sehen. So, machen wir auf Stopp. Wir machen dasselbe mal mit der 3er-Linse. Ihr werdet dann sehen, wenn ich das Bild anhalte, nachher, dass da eine richtige Unschärfe drin ist. So, das soll erstmal genügen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir beenden das, beenden die Aufnahme, laden mal kurz die... So, gehen wir wieder auf die normale Kamera. So, komm her. Landen mal kurz das Teil auf der Hand. So, lassen die aber an und machen mal den ND-Filter ab. So, ich lasse die Bildschirmaufnahme auch weiterlaufen, auch die normale Aufnahme. Machen den ND-Filter mal ab. Ganz schnell. So, zack. ND-Filter ab. Der normale wieder drauf. So, Gimbal überlastet. Ja, ich weiß. So. Und ihr seht dann, ist es wieder total hell. Und hier müssen wir jetzt einfach mal wieder auf Auto schalten. So, wir sind jetzt auf Auto. Und starten das Teil jetzt mal wieder. So, wir fliegen jetzt mal zurück. So, ich mache mal wieder die Aufnahme an, ne? 4K30. Und jetzt seht ihr ja, hier, jetzt ist das Ding in der Automatik belichtet. Und ihr habt als Anfänger immer die wenigsten Probleme mit der Automatik. Das ist halt nun mal so, ne? Aber ich lasse natürlich jetzt auch mal um mich rumfliegen, ne? Ich zeichne mich mal ein. Ohne ND-Filter, Point of Interest, auf Schnell und auf Go. Lassen wir mich ein bisschen rumfliegen. Und dann werdet ihr sehen, wenn ich das Bild da nachher, wenn wir es noch mal kurz besprechen, anhalte, dass da einfach nicht diese Bewegungsunschärfe drin ist, weil ihr momentan mit so ein, zwei Tausendstel oder so belichtet. Ja? Dasselbe, so gehen wir mal auf Stopp. Dasselbe machen wir mal auch mit der Dreifachlinse. So, Dreifachlinse rein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah ja, jetzt. Und da wird man wahrscheinlich auch den Unterschied sehen. Ah, das Point of Interest mit der Dreifachlinse ist nicht ganz so einfach für das Dröhnchen. Aber es geht. So. Genug der Geschichte, machen wir auf Stopp, trecken mich raus, beenden die normale Aufnahme, gehen auf die Einfachlinse und wir haben hier noch 58 und fliegen jetzt einfach dasselbe nochmal mit der Automatik da hoch. Ne? Alles auf Automatik, machen wir die Aufnahme ein und los geht's und fliege auch mal dicht über die Bäume drüber. So, ungefähr so. Dann habt ihr ungefähr
ein ähnliches Bild wie eben. Und dann seht ihr, dass das alles ein bisschen abgehackter ist. Ne? Jetzt machen wir nochmal die Dreifachlinse rein. So. Finde die Optik einfach genial. Und das kann ich dann wunderbar auch hier so als Abmoderation nehmen. So, nehmen wir die Kamera, lassen wir sie einfach da hinten. Ein bisschen näher ran. So, vielleicht noch ein bisschen runter. Ein bisschen Gimbal nach oben, ein bisschen nach links. Und dann machen wir mal auf Aufnahme wieder. Ja, das ist das halt mit den ND-Filtern. Ne? Also ihr werdet jetzt gesehen haben, wir werden uns auch noch mal jetzt ganz kurz hier nach der Abmoderation treffen, mehr oder weniger am Tisch, am Schreibtisch. Und dann erkläre ich euch noch mal das ganze Prinzip und zeige euch mal die Unterschiede. Am Ende muss man ganz ehrlich sagen, als Anfänger habt ihr jetzt nicht unbedingt das Verlangen, euch noch mit ND-Filtern auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz bekommt ihr halt diese Bewegungsunschärfe mit den Filtern hier, jetzt zum Beispiel auch von Freewell hier, nur hin, wenn ihr auch ND-Filter nutzt und diese 180-Grad-Regel einhaltet. Und das wird ihr bei so einer Sonne hier halt nicht tun können. Da müsst ihr einfach ND-Filter haben. Wenn ich jetzt hier mit 60 FPS geflogen wäre, hätte vielleicht auch ein ND16 gereicht. Das ist sowieso jetzt so gerade noch so an der, Grenze. Wie gesagt, hier ist jetzt auch die Automatik ja am Start. Es ist mir fast auch zu hell belichtet von der Automatik. Ich würde jetzt sogar die Belichtungskontrolle auf -0,3 stellen. Ne? Dann wäre mir das so am besten. Aber wie gesagt, das habe ich euch schon in vielen, vielen Videos erklärt. Belichtungskontrolle, Belichtungslocken und sowas hilft auf jeden Fall für gute Aufnahmen am Anfang. Wenn ihr wirklich diese Bewegungsunschärfe haben wollt, dann geht kein Weg an ND-Filtern vorbei und dann geht auch kein Weg, sage ich jetzt mal grundsätzlich, ich hole sie mal gerade, komme mal gerade noch mal ins Bild, da geht grundsätzlich auch kein Weg an ND-Filtern, da ist er wieder der Frankie, von der Marke, hier sind sie, Freewell. Ne, da kommt er nicht dran vorbei, weil das ist schon das, was so im Drohnenbereich die beste Qualität hat. Ne, Freewell. Es hat mich da noch nie enttäuscht, sei es bei Fotofiltern oder auch bei Drohnenfiltern. Und ihr habt auch jetzt schon wieder gesehen, da gibt es keine Vignette oder sowas. Ihr müsst unter Umständen den Weißabgleich manuell einstellen, weil Filter immer eine leichte Verfärbung haben. Aber wenn ihr Filter für die R3 braucht, dann werdet bei Freewell auf jeden Fall fündig. Und da ich die halt ja zugeschickt bekommen habe, werde ich das Video auch dann ganz brav als Werbung kennzeichnen und die Filter unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann würde ich sagen, das war's. Ich fliege natürlich jetzt noch ein bisschen. Ich probiere noch ein bisschen aus. Ich probiere auch mal den Mistfilter aus. Und dann sehen wir uns noch mal gleich kurz am Schreibtisch und bis nachher, ne? Wenn ich mir die Aufnahmen dann in Ruhe angeguckt habe. So, dann wird jetzt aber gelandet. Thank you.
Wie versprochen, nochmal, nachdem ich die ganzen Aufnahmen gesehen habe, ich habe euch während der Bildschirmaufnahme, während dem Video schon ein paar Sachen mal eingefroren, damit ihr gesehen habt, wie diese Bewegungsunschärfe wirkt und wie sie auch nicht wirkt, einmal mit und einmal ohne ND-Filter. Ich würde euch aber jetzt nochmal so einen kurzen Clip einspielen, so eine Minute, um mal das noch ein bisschen so rauszuarbeiten, auch noch mit dem Einfrieren. Ich bin dann auch noch mal über so eine Wiese drüber geflogen und danach gibt es dann ein abschließendes Fazit. Ja, ihr habt es gesehen, ND-Filter machen unter den ein oder anderen Umständen Sinn. Ich würde sagen, wenn man dicht über Objekte drüber fliegt, wenn man diese Bewegungsunschärfe haben will, wenn ND-Filter im Grunde genommen von Freewell, also ND-Filter machen Sinn und sage ich mal, ja, machen dann am Ende auch Spaß, wenn man sich die extra Arbeit gönnt. Freewell baut seit Menschengedenken, ich sag jetzt mal seit Drohnengedenken, eigentlich immer eine sehr gute Qualität, die auch sehr einfach hier vorne anzubringen sind. Man braucht einfach vorne dieses Ding zu lösen, dann wieder drauf zu klicken. Ihr habt das gesehen im Video. Und der andere Pack zum Beispiel, der Mistfilter und der Light Pollution Filter, den ich nicht ausprobieren konnte. UV-Filter würde ich jetzt mal vernachlässigen. Der Mistfilter macht doch ein ganz nettes, interessantes Bild. Ihr habt das auch gesehen oder seht es jetzt noch mal im Nachhinein. Ich schreibe es dann immer dabei, mit welchem Filter gedreht wurde, weil Drohnenaufnahmen doch von DJI, von den Drohnenherstellern recht kontrastreich, sage ich jetzt mal, bei der Automatik zumindest aus der Drohne kommen. Und wenn man da so ein bisschen mehr so einen weichen Look haben möchte, ist so ein Mistfilter gar nicht mal so verkehrt. Die Aufnahmen haben mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich zu gewissen Verhältnissen auch mit dem Mistfilter dann fliege. Man könnte das auch in der Post-Production machen, aber so ist es natürlich wesentlich einfacher. Das war's. Mal wieder ein ND-Filter-Video, aber natürlich Hashtag Flieg mit Frankie in der Fernbedienung, in der Kamera drin und vielleicht auch so ein bisschen verständlicher, ich habe euch dann mitgenommen auf den Flug, habe euch ein paar Beispiele gezeigt und ich würde sagen, das war's. Ich weiß gar nicht, vielleicht ein Drohnenvideo wird noch kommen und zwar über die DJI Air 3 und so das 3 Monats oder sagen wir das Fazit nach so und so viele Tagen und warum diese Drohne, die DJI Air 3, wirklich, wirklich, wirklich den Unterschied macht und wieso die 70 mm den Unterschied machen. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Da habe ich ein paar schöne Aufnahmen für euch zusammengestellt und wir werden uns dann wieder hier im Outdoor-Studio bei mir auf dem Balkon treffen, hoffentlich noch zu verhältnismäßig guten Temperaturen. Also Leute, macht's gut. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen und teilt den Kanal, liken, abonnieren, den ganzen Spaß. Macht's gut, haut rein und tschüss.